profitieren Sie aus über 20 Jahren Erfahrung, 365 Tage im Jahr von 0 bis 24 Uhr. www.zustellexpress.at. Zustellexpress, wir bringen es zu jeder Zeit. Selten hat so ein Beitrag solche Wellen geschlagen wie unser Beitrag über die Friseurdemos in Burghausen, Neuötting und in Mühldorf. Sogar bis in Berlin. Die obersten Politiker haben unser Video bereits gesehen. Und jetzt heißt es handeln, denn die Friseure und Friseurinnen, die geben natürlich nicht auf, wollen weiter kämpfen, sie wollen einfach wieder arbeiten. Es geht um ihre Existenz, es geht um ihre Arbeitsplätze. Zum Teil sind es ja auch Friseurinnen und Friseure, die gerade ihren Salon eröffnet haben und gleich wieder geschlossen wurden. Die haben kein Geld mehr, die wissen nicht mehr, wie sie weitermachen sollen. Und das Schlimmste daran, manche haben ihre Förderungen, die vom Staat versprochen wurden, bis heute nicht erhalten. Und deswegen hier Teil 2 unserer Reportage über die heimischen Friseurinnen und Friseure. Fühlst du dich von der Politik im Stich gelassen? Ich fühle mich von der Politik sehr im Stich gelassen und auch verarscht, muss man sagen. Also man fühlt sich verarscht und im Stich gelassen. Warum verarscht? Also jetzt muss ich schon konkret nachfragen. Ja, weil wir ja alle Hygienekonzepte eingehalten haben. Die BGW hat auch schon wieder neue Konzepte erstellt. Wir wissen, dass diese Konzepte funktionieren, wie wir damit arbeiten können, und die lassen uns nicht arbeiten. Und das kann man nicht nachvollziehen, weil bei uns zum Beispiel in unserem Salon war nicht ein einziger Fall. Wir sind in Neuötting bei der Susanne Heiduck und bei ihrem Friseursalon geht ja momentan auch überhaupt nichts. Wie soll man sagen, schwillt dir der Hals? Also ich habe schon wieder Herzrasen, muss ich sagen, weil immer wenn es um das Thema Geschäft geht, dann wird man emotional. Man wird wütend, man wird traurig, man weiß nicht, wie man es in Worte fassen soll, was da gerade passiert. Und es ist immer noch nach wie vor in meinem Kopf drin, ich kann nicht glauben, was gerade passiert. Es ist einfach so unvorstellbar. Und man denkt sich immer nur, das muss echt ein schlechter Film sein. Wann hört das wieder auf? Wann können wir endlich wieder aufsperren? Bei mir sitzt die Celine Wölfel. Und Celine, wir sitzen in deinem Salon. Du hast ja neu eröffnet und gleich wieder zugesperrt. Das ist nicht unbedingt das Angenehmste, oder? Nee, es ist sehr schade, weil ich möchte natürlich endlich in meinen neuen Laden starten und ihm jeden zorgen, aber es geht leider nicht. Und es wird gefühlt immer länger, dass es nicht geht. Es nimmt irgendwie kein Ende. Das heißt, auch du bist jetzt Opfer, dass du ja auch nicht perfekte Haare kriegst. Leider nein. Ich habe meine Mama dazu stiften müssen, dass sie mir bitte meine Haare färbt. Aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Aber wir haben ja auch nichts davon. Na, wir müssen genauso leiden. Wir müssen es halt selber irgendwie machen. Wie schaut es da dann jetzt finanziell aus, du als neu eröffneter Salon? Ist da jetzt nicht jetzt irgendein Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt geht's nicht mehr? Also es ist jetzt nur relativ gange, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo es wirklich, jetzt ist vorbei. Also ich habe jetzt nichts mehr. Meine ganzen Kosten sind jetzt ausgeschöpft. Meine Ersparnisse, es ist jetzt einfach alles weg. Auch Jasmin und Markus, die auch bei der Demo schon waren und sehr emotional geredet haben, die haben gesagt, wir müssen noch mal nachlegen. Es kann so nicht weitergehen. Wie gesagt, unsere Ersparnisse neigen sich auch jetzt mal dem Ende zu. Man hat ja nicht nur Geschäftskosten, sondern eben auch private Kosten, Fixkosten. Und das neigt sich gleich mit dem Erdboden gleich. Und wenn jetzt dann letztendlich mal hoffentlich was passiert, auf die Schnelle, das war wichtig, richtig schnell. Wir brauchen unbedingt jetzt dann ein Geld, auch für uns privat. Wir haben dann nichts mehr. Und man weiß nicht, wie lange der Lockdown noch dauert. Und so wie ich das sehe, wird der noch ein paar Wochen gehen. Es reicht, wir brauchen jetzt eine Hilfe. Und es soll ja da bedacht werden, dass wir die Hilfe nicht zurückzahlen können. Und nur ein Anteil an die Fixkosten, wie es jetzt geheißen hat, das reicht nicht. Also da sollten Sie sich nochmal gut was überlegen, dass da wirklich Hilfe fließt, die auch zum Überleben dann reicht, weil sonst können wir zusperren. Ja, Fakt ist halt auch, es ist eine angeordnete Schließung. Also jeder, der jetzt da um seine Existenz ringt und nicht schlafen kann deswegen, der schläft unverschuldet schlecht. Ja, also das ist... Ich habe ja schon Äußerungen gehört, dass sowieso die Friseure und auch die Gastronomie so viel Geld im Schubladen liegen hat. Die sollen das ruhig einmal wieder
in Umlauf bringen. Seine Aussagen habe ich schon gehört. Und das finde ich überhaupt nicht, wenn ich das von jemandem her, der staatlich angestellt ist, ja, der sich um seine Existenz nicht sorgen muss, da wo der Geldfluss einfach läuft. Und ich finde das eine Unverschämtheit, dass man sowas behauptet. Das ist natürlich, behaupte ich jetzt, wahrscheinlich das Stammtischgeschmatz von einem Beamten. Das Video hat solch weite Wellen geschlagen, dass auch aus Pfaffenhofen an der Ilm zum Beispiel die Ramona Brenner richtig gesagt hat, da muss ich nochmal nachlegen. Und das hat sie für uns exklusiv gemacht und hat uns ein Video geschickt aus Pfaffenhofen an der Ilm. Sie sagt nämlich, es reicht. Ja, hallo, grüß euch. Ich bin Ramona, bin Solo-selbstständige Friseurmeisterin aus Pfaffenhofen. Ich habe am Freitag auf der Demonstration für uns Friseure in Mühldorf spontane Rede gehalten, die im Internet sich ganz schön verbreitet hat und die sehr emotional geworden ist und sehr viel Leute auch darauf reagieren haben lassen. Und ich möchte noch mal ganz kurz sagen, liebe Politiker, bitte lasst uns arbeiten. Das muss auch anders gehen. Die Leute zum Schützen heißt für mich nicht, uns alle anderen zu zerstören. Wir haben uns das aufgebaut, jahrelang teilweise, und jetzt liegen wir am Boden. Ihr könnt das nicht so weitermachen. Die sollen jetzt uns endlich das Go geben, dass wir arbeiten dürfen. Nicht nur wir Friseure, sondern auch die Kosmetiker wird ja jeder. Weil sonst fahren die alles gegen die Wand. Und das will, glaube ich, keiner. Also ich fordere Unterstützung vom Staat. Ich meine, wir zahlen jetzt hier alle unsere Steuern und jetzt stehen wir da und haben nichts. Und ich fordere, dass wir endlich öffnen dürfen. Und dass endlich wieder vorangeht. Genauso alle anderen Bereiche, dass die öffnen dürfen. Also nicht nur wir, es geht ja um alle. Es ist einfach unverschämt. Was sind deine Wünsche an die Politik? Was meine Wünsche sind? Liebe Politiker, wir haben alles umgesetzt, alles. Wir haben die Hygienekonzepte umgesetzt, die unser Haufen Geld gekostet haben. Wir haben mit weniger Leid oder Kunden, die wir bedienen haben, dürfen darin gearbeitet. Wir haben nur jeden zweiten Platz besetzen dürfen. Wir haben wirklich alles da, was von uns verlangt worden ist. Das hat ein Geld gekostet, das hat Zeit gekostet, das hat Muße gekostet. Und es ist wirklich sehr schwer, dass man den ganzen Tag mit Masken herinsteht und so arbeitet. Auch für unsere Mitarbeiter, die wir auch wahnsinnig leid tun, wenn man sie so einstellen muss. Und wir haben gearbeitet wie die Bläden. Teilweise 12 Stunden, bevor wir zugesperrt haben, weil wir gewusst haben, das Geld muss reinkommen, weil wir es sonst nicht backen. Und bitte, bitte, wenn diese Konzepte doch eh so gut sind und häufen, warum machen wir zu? Wir haben nicht einen einzigen Fall, seit wir wieder aufgesperrt haben. Und wir haben alles dokumentiert. Wir haben uns wirklich an alles gehalten. Wir haben nicht irgendwelche krummen Dinge gemacht. Wir waren wirklich immer bereit, alles umzusetzen. Und wir haben wirklich gesagt, jeden Einzelnen aufgeschrieben, der gekommen ist, wann er da war, Uhrzeit aufgeschrieben, Telefonnummer, dass wir alles greifen können. Und wir hatten bis jetzt keinen einzigen Fall bei uns herin. Es hat sich keiner angesteckt. Also bitte, bitte, lasst uns doch wieder aufmachen. Unsere ganze Existenz hängt drum und es geht alles zugrunde. Wir haben auch Kinder. Die Politiker treffen sich wieder am 10. Februar und da bleibt abzuwarten, was sie entscheiden. Dürfen die Friseure wieder aufsperren, ja oder nein? Und dementsprechend werden wir dann natürlich mit einem weiteren Beitrag reagieren. Profitieren Sie aus über 20 Jahren Erfahrung, 365 Tage im Jahr von 0 bis 24 Uhr. www.zustellexpress.at Zustellexpress. Wir bringen es zu jeder Zeit.